Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es geht weiter mit Marlene. Wir versuchen es noch zwei, dreimal. Und dann ansonsten gibt es ja noch ein paar Kleinigkeiten. So diese Heldengräber wohl anscheinend gibt es noch. Die sind noch offen. Ansonsten bestimmt noch irgendwo irgendwelche kleineren Bosse. Gibt es 100 pro noch. 100 pro, aber da brauche ich auf jeden Fall Hilfe, um die alle zu finden. Mist. Ah, die Kellet-Mine ist auch noch offen, genau. Ja, da bin ich aber auch echt OP überlevelt aktuell, ne? Also, das ist ja nur noch so, weiß ich nicht. Eigentlich bin ich schon jetzt so langsam an dem Punkt, an dem ich eigentlich Marlene klatschen will. Ich glaube aber, es ist keine gute Idee, hier einfach 10, 20, 30, 100 Mal reinzulaufen. Das wäre was, wenn sie freiwillig aufgibt, ey. Mist. Du gibst dir selber maximal eine Stunde für einen Boss, dann musst du was anderes machen. Ah ja, da hatten wir schon ganz andere Streams und Aufnahmen. Die ein bisschen ausgeartet waren. Ich erinnere mich nur an mein allererstes Mal, dass ich Marlene gefunden habe. Da habt ihr mich aber auch hier reingetrieben, ey. Reicht jetzt auch wieder. Ja, mir ist schon klar, warum ihr mich da reingetrieben habt. Ist mir absolut klar. So wichtig gerade. Scheiße.
Oh, ich habe einen Lag. Was ist das? Das ist neu. Was? Oh nein! Es gibt einen neuen Move, aber ich glaube, ich kann dem ausweichen. Ich habe nur nicht verstanden, was passiert. Ich dachte, Wassergeflügel kommt irgendwie, aber... Scheiße. Das ist so ärgerlich, dass es nur dieses Ding ist. Nur das. Ach, Mann. Es ist nur das. Nur das Wassergeflügel. Du findest diese Hologramme von ihr schlimmer als Wassergeflügel. Ich hatte jetzt gerade das Gefühl, als ich es gesehen habe, dass das eigentlich machbar sein müsste. Fuck. Das reicht halt nicht. Es reicht halt nicht, das Wegrennen. Du hast viel HP, da ist es was anderes. Ja, okay. Das stimmt. Kann gut sein. Ich glaube, ich muss nochmal durch meine Talismane durchgucken, ob es nicht irgendwie noch eine Kleinigkeit gibt, die mir vielleicht noch einen kleinen Vorteil gibt. Fuck. Zu spät. Oh, nee. Scheiße! Sie dreht da sofort um, in meine Richtung. Wo soll ich denn da hin? Jetzt bin ich dem ersten Schnitzler ausgewichen. Das hat gepasst zur linken Seite. Und dann dreht sie sofort um und schnitzelt hinter sich. Schnitzelt auf mich drauf. Wo muss ich hin? Ich muss aus dem Fokus rausgehen, glaube ich. Ich muss beim Wassergeflügel, glaube ich, aus dem Fokus raus. Aber mein Kopf macht das aktuell noch nicht mit. Ah, shit. Oh.
Nein! Ah, so knapp wieder. Extra eine Aufnahme gemacht, um das zu trainieren, und du bekommst heute noch Panik. Es wird besser und besser, ne? Es wird immer besser und besser. Scheiße, ja, da war ich falsch. Das war... Ich darf nicht von ihr weg ausweichen. Von ihr weg ausweichen ist einfach nicht gut. Das ist der Fehler. Man muss an ihrer linken, an ihrer rechten Schulter vorbei ausweichen, dann trifft sie weniger. Also mich zumindest. Für mich ist es besser, an ihrer rechten Schulter vorbeizurollen. Mist. Sehr ungeschickt. Vor allem heilt sie so viel dabei. Jetzt bin ich in sie rein ausgewichen. In den Schnitzler reingerollt. Mist. Mist, 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 Mist. Ah, es war schon wieder so knapp einmal, dass ich in die zweite Phase komme, ne? Ich bin immer noch am Überlegen. Ah, ich wollte nach Ding gucken, nach anderen. Das war nix. Ja. Nochmal die Talismane durchschauen. Also Ausrüstungsgewicht brauche ich, glaube ich. Die maximalen Lebenspunkte deutlich erhöhen, weiß ich nicht. Habe ich was anderes, was irgendwie... Sprungangriffe wirken auf Zaubereffekten, Speicherplätze, aufgeladene Zauber, Gleichgewicht, nee, verringert erlittenen Schaden durch kritische, Kopfschüsse, eine Angriffsserie, ich meine eine Angriffsserie, wie viel weniger Leben habe ich, nicht merklich, also... Nicht so, dass es mir sofort erkennen würde. Ich erkennen würde. Jetzt habe ich eine... What? Wait, what? Ist der so viel schwerer jetzt? Ach, das ist minimal... Oh, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, guck mal. Die Handschuhe sind doch gut. Habe ich da auch eine Rüstung zu? Stich magisch? Warte mal. Blitz, Feuer, magisch macht sie ja alles nicht. Und Stich? Ich glaube, sie macht Schnitt. Da wäre ja die Rüstung auch nochmal besser. Oder sie macht ja Schnitt. Was haben wir da noch für Helmchen? Nee, ich glaube, der Helm ist schon, der ist schon sehr gut. Hier wäre noch eine Hose. Stich. Da ein bisschen mehr. Ja, gehen wir mal so rein. Sieht auch heiß aus, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich Styler. Ey, jetzt bin ich einer dieser Ritter. Ich bin in den Orden der Ritter eingetreten.
Na, ah, Mist. Oh! Ah, fuck. Hat nicht gereicht. Fluch! Okay. Wann kann ich hier reinlaufen? Jetzt? Nee, eigentlich nicht. Oh, fuck. Nee. Ah, sie muss es natürlich als allererstes machen. Sie muss natürlich als allererstes Wassergeflügel auspacken. Mist. Aber ich habe gemerkt, gerade beim Heilen, dass ich jetzt wirklich weniger Leben habe. Also wenn ich die Heiltränke benutze, habe ich es jetzt gesehen, dass ich weniger Leben habe. Ansonsten fällt es mir kaum auf oben, die Linie. Aber beim Heilen habe ich es bemerkt. Beim Nutzen der Heiltränke. Okay. Miko, Sebastian, ich hoffe, dass diese Randomness mir irgendwann ein Pattern beschert, in dem sie die Geflügelnummer nur ein einziges Mal macht, ich es schaffe, dort auszuweichen, und dann macht sie es einfach nie wieder. Weil es random ist. Und das heißt, sie muss es nicht machen. Mist. Oh, es hat noch gereicht. Fuck. Dann hat man sie geschlagen, weil sie Gnade hatte. Nee. Nee, 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 nee. Der Rest ist ja alles. Den Rest kann ich. Wegen dieser einen Attacke ist nicht zu schaffen. Finde ich hart. Da finde ich's okay. Da finde ich's okay, sage ich mal, wenn man sie so. Es ist nicht der perfekte Sieg, so, ja, okay, da gebe ich dir recht. Oh Mann, ey. Ja, das war's für mich. Ich verstehe es nicht und ich... Oh. Ich muss es jetzt, ich muss es schaffen, dass mein Kopf sie wegfokussiert, dass ich aus ihrem Fokus rausgehe. Mein Kopf muss es hinkriegen, dass ich sie wegfokussiere. Ich will aber bis dahin, will ich sie im Fokus haben, weil es so oft passiert, dass ich um mich schlag mit der Keule und es einfach Sinn macht, dass ich sie im Fokus habe.
Da war eine Panikrolle am Start. Du hast sie beim ersten Mal auch geschlagen, wie du es dir heute nicht erlauben würdest. Also mit Hilfen in dem Fall. Mit einer bestimmten Waffe, okay. Das hat ja hier Win Mystery vorhin schon gemeint, dass es da wohl was gibt. Falsch ausgewichen. Dreimal bin ich von ihr weg ausgewichen, obwohl ich es eigentlich nicht mehr machen wollte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich... so viel mehr Schaden mache bei der Angriffskette. Ab wann zählt denn das? Ab wann ist eine Angriffskette eine Angriffskette? Zählt das schon ab dem zweiten Schlag? Du wusstest erst im Nachhinein, dass es eine berüchtigte Waffe in der Community ist. Würde mich ja schon mal interessieren, was das ist für eine berüchtigte Waffe. Fuck! Mehr in PvP ein Problem. Ja, dann sag mal, was das für eine Waffe ist oder wo welche... Irgendwer, also auf YouTube wurde noch gesagt, ich hätte, oder habe ich das? Ich glaube, ich habe das nicht. Irgendein Schwert des Bluthundes oder so. Ich glaube, das habe ich nicht. Vielleicht auch im Ding. Rivers of Blood. An Katana. Ah, okay. Vielleicht in der Truhe. Eisnadel. Löst Frost aus. Könnte natürlich auch cool sein, ne? Blutige Helix. Schweres Groß... Nee, Stoßschwert. Standardstich. Löst Blutverlust aus. Wäre natürlich vielleicht sowas mal probieren, aber ach, das ist halt wieder mit Arkan und ich bin halt auf Stärke und Flamberge löst Blutverlust aus. Stärke, Geschicklichkeit. A, B, C, D. Nee, das ist auch nicht... Ah, Bluthund Reißzahn, dieses Ding. Ah. Ist aber ein Geschicklichkeitsding. Ja, habe ich nicht. Leute, ich will das. Ich habe mich so geskillt, so gelevelt, dass man das ändern kann, ist schön in dem Spiel, aber und ich verstehe auch, ich kann es nachvollziehen, wenn das welche machen. Aber ich finde meine Skillung so eigentlich geil und ich habe Spaß damit und möchte da eigentlich nicht wegen einem Gegner daran rumfuschen, ehrlich gesagt. Ah, ich bin tot. Fuck. Du findest es stark, Migo, das freut mich. Das ist schön. Dass es da auch, dass das ein bisschen... Mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein. Appreciated wird, was heißt denn nochmal Appreciate auf Deutsch?
Ja, wertschätzen, genau. Dass das gewertschätzt wird. Wertgeschätzt wird? Wertgeschätzt wird, oder? Oh. Keine Ahnung, ich weiß es nicht und ich krieg's nicht hin, meinen Kopf dazu zu bewegen, wegzudrücken. Ich gucke ihr dann zu und denke, scheiße, was mache ich jetzt? Aber mein Kopf denkt nicht daran, abvisieren, wegrollen, irgendwohin, egal. Erstmal vollkommen egal, wohin. Einfach um zu gucken, was passiert. Von mir aus 5-mal, 6-mal Panikrolle. Irgendwie in irgendeine Richtung abvisieren und in irgendeine Richtung Panikrollen. Aber nee, mein Kopf sagt, guck ihr lieber dabei zu. Es sieht ja nett aus, wie sie fliegt. Meine Panikrolle ist das Stillstehenbleiben und nichts tun. So wie das Reh in den Scheinwerfer hatten wir doch letztens. Normalerweise sagt man das in Deutsch jetzt weniger, das stimmt. Aber ich finde, man kann durchaus sagen, du findest es gut, dass etwas gewertschätzt wird. Also finde ich jetzt nicht so abwegig. Fuck. Ich habe schon wieder bin ich auf ihr drauf geblieben mit dem Anvisieren. Ich habe schon wieder nicht weggedrückt. Diesmal habe ich versucht wegzurollen von ihr, aber mit Anvisieren. Ich muss sie aus dem Fokus nehmen, um das gibt's doch nicht. Cool, Miku, freut mich. Ah, okay. Es freut mich, dass das gewertschätzt wird. So, also ich bin aber auch teilweise, rede ich vielleicht manchmal ein kleines bisschen geschwollen. Durfte ich mir auch schon öfter anhören. Habe ich mir auch schon vorwerfen lassen, dass ich wohl anscheinend ab und zu etwas geschwollen spreche. Verdammte Axt! Hören Sie bitte auf, mich zu verhauen! Okay, Leute. Gehen wir woanders hin. Herlit Nordwesten oder geh. Ich gehe in die Höhle rein. Mal gucken, was da so los ist. Mittlerweile, es ist halt auch so ein Ding, ne? Tatsächlich finde ich das minimal langweilig jetzt, was ich jetzt tue. Weil es einfach, ja, ich bin halt drüber, über diesem Gebiet hier, über dem, ich glaube, ich bin eigentlich über fast allem drüber. Wo ist die Höhle? Wo ist die Höhle, ha? Höhle. Die war irgendwo da unten, ne? So rechts ums Eck, keine Ahnung, wir werden sehen. Wird schon irgendwo auftauchen. Oh, hier gibt es doch bestimmt... Ja, hier ist ein Steinschwertschlüssel. Oh, weiß ich nicht. Und was ist hier laut und groß? Ach so, der Vogel. Bewacht ihr zufällig eine Höhle? Bestimmt bewacht ihr eine Höhle. Ja, eine Mine. Keine Höhle. Er gibt auf? Andi, ich gebe nicht auf.
Ich gucke mir andere Gegner an. Um nicht immer das Gleiche zu sehen. Weil immer das Gleiche zu sehen, das macht einen irgendwann wahnsinnig. Und außerdem denke ich einfach auch in manchen Situationen wie ein Content Creator und was gut für den Kanal ist. Und anderthalb Stunden lang in Marlene reinzurennen, ist definitiv keine gute Sache für den Kanal und für die YouTube-Videos. Ich muss den Leuten ja was zeigen, auch andere Dinge mal zeigen. Sonst skippen die einfach durch das ganze Video durch, sehen, ich habe sie nicht besiegt, brauche ich nicht angucken. Und wenn im Video ab und zu mal andere Sachen zu sehen sind, dann wird mehr geguckt. Ich würde ja jetzt normalerweise schon noch vielleicht die ein oder andere Runde mit ihr machen. Das ein oder andere Tänzchen. Aber wie gesagt, Miko, ich sehe es ja an den Zahlen auf YouTube, ne? Es ist ziemlich offensichtlich, dass bei den Videos, bei denen ich wirklich ein ums andere Mal in den gleichen Gegner gerannt bin, anderthalb Stunden lang oder eine Stunde, die werden halt fünf Minuten geschaut, so. Und meine anderen Videos, wo Abwechslung drin ist, da habe ich eine Wiedergabezeit von 20 Minuten. Bei anderthalb Stunden Aufnahme. Klar, es wird nicht das ganze Video geguckt. Das ist auch absolut okay für mich. Verstehe ich auch. Weil es ist halt, YouTube ist eigentlich, wollen die Leute vielleicht eher so ein typisches YouTube-Video, wo man was zusammenschneidet, sich was überlegt und dann ein richtig fettes Video draus macht und so, ne? Kann ich absolut nachvollziehen. Manche schauen es ganz. Es gibt immer wieder sehe ich, dass es ganz geguckt wird. Was ist das? Warum ist hier ein Drache? Nee. Theodors kleiner Bruder. Ach, guck mal. Oh, okay, was auch immer hier gerade passiert ist. Ja, wie gesagt, einfach gnadenlos überlevelt. Ich bin so gnadenlos überlevelt. Mondschleier, okay. Ja, da ging es noch nach links, habe ich gesehen, aber ich denke nicht, dass hier in der Höhle noch ein Boss ist. Let's go. ja. Hm. Aha, Elden Ring hat sich schon wieder aufgehängt. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, warum sich Elden Ring bei mir seit geraumer Zeit aufhängt. Ja, hat sich gerade geschlossen. Also ich habe so eine Idee, eine kleine Idee, woran es liegen könnte. Ich prüfe das mal ganz kurz. Nö, eigentlich kann es daran nicht liegen. Ich dachte, weil meine Windows-Partition voll ist. Aber da habe ich Platz geschafft. Also. Ja, bei mir läuft halt auch viel Zeug, ne?
Wie gesagt, Stream, Aufnahme und so weiter und so weiter. Irgendwann wäre mal noch ein zweiter Rechner zum Streamen cool. Das wollte ich eigentlich mit dem anderen realisieren, hat sich dann aber insgesamt nicht ergeben. Dass ich für Aufnehmen und Streamen einen anderen Rechner benutze als den, auf dem ich spiele. So, habe ich ihn gekillt? Ja, das sieht so aus, ne? Ja, ich habe Seelen. Ich habe 11.000 Seelen. Das wird schon richtig sein. So, Nordwesten. Nordwesten, meintest du, gibt es noch so ein Grab? Südlich. Also hier. Hier drin in der Burg? Etwas sumpfig mit einer Höhle. Okay, ich gucke einfach mal hier so in die Richtung. Kein Boss in der Burg. Okay. Ah, da ist noch eine Gnade. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Da ist die Burg. Hey, Seval, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Wirklich. Jeder einzelne von euch. Großartig. Was bewacht ihr? Was bewacht ihr hier, ihr 5, 6, nee, 6, 7, 7 Leute? Was bewacht ihr bitte? Warum seid ihr hier? Wer hat euch hier hingeschickt ohne Auftrag? Ah, ihr schwänzt! Ah, ihr versteckt euch vor eurem Lehensherrn. Ich verstehe. Und was ist das? Er rennt in die Richtung. Aha. Das wird es sein. Hallo. Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Indeed. Ich erinnere mich noch an mein erstes Mal Dark Souls 1 fertig machen. Indeed. Ein Runenbogen. Oh, warte mal, ich könnte auch mal gegen Marlene die Runenbögen benutzen. Ratte! Tot. Yes, indeed. Genau. Hier geht jetzt das New Game Plus los. Yes, indeed. Indeed. Ja, es ist ein ganz cooles Wort, stimmt. Du wirst von dieser Seite nicht zu öffnen sein, wahrscheinlich. Geht gar nicht auf, okay. Generell ein paar Buffs. Stimmt, ja. Die Waffe mit irgendeinem Fett einschmieren. Ich hätte mich fast erschrocken, aber nur fast.
Und jetzt habe ich, währenddem ich am Labern bin, schon vergessen. Ach, die Runenbögen, genau, die will ich gegen die Marlene benutzen. Huah. Stirb. Huah. Stirb. Weg von den Türen! Was ist das jetzt? Du kleiner Wicht, hören Sie bitte auf damit. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Tipps mit den Waffen. Ah. Meinst du, was meinst du, Tipps mit den Waffen? Ich meine, wieso kann ich... Ich will hier rein, da liegt Loot! Ja, dass ich eine andere Waffe benutzen soll, oder in welcher Hinsicht Tipps mit den Waffen? Waffe und Spezialitäten. Hä? Ich check's immer noch nicht. Meinst du wegen Frost und sowas Spezialitäten? Oh, große Ratte. Ihr kleinen Wichte. Was waren denn nochmal Spezialitäten? Helft mir kurz auf die Sprünge, bitte. Jetzt gehen alle... Ja, jetzt gehen alle Zellen auf. Okay, verstehe. Okay, dann war das vielleicht nicht die schlechteste Idee. Jetzt gehen wir mal nach rechts. Ach so, wow, okay, jetzt muss ich erst wieder außen rumlaufen. Ah, ja, 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 die Duellfähigkeit. Okay. Oh, die explodieren noch. Kaboom! Nee, also ich meine, du kannst... Oh, und Katana. Steinschwertschlüssel, cool. Goldene Rune. Seb, grüß dich. Es verbleiben 40 Tage bis zum DLC. Spezial. Ja, genau. Keine Ahnung. Duellfähigkeit. Spezialangriff. Wie auch immer. Irgendwie sowas. Die Aschen. Es ist, heißt Asche, glaube ich, ne? Jedenfalls, also du kannst gerne, finde ich jetzt gar nicht so zu viel Backseat Gaming, wenn du sagst, dass man da nochmal durchgucken könnte, ob man was Cooles findet, so, ne? Oh. Okay, hier geht's ins Dunkle. Rasender Duellant. Hi. Sorry, aber ich bin leider OP. Entschuldigung. Sorry.
komme ich denn hier raus? Eochaids Zierde. Witzig. Ist das eine Waffe? Ja. Eine arkane Waffe mit Geschicklichkeit. Okay. Oh, Sepp. Was stand dran? Jetzt gucken wir mal kurz. Nee, kein Passiv. Okay. Tanzende Klinge hat die als... Okay. Also gut, gucken wir mal ganz kurz. Also die Asche, die jetzt hier drauf ist auf der Keule, die... Ja, da können wir gerne drüber reden, dass wir da mal was anderes probieren. Oder ich probiere was anderes mit eurem Geheiß. Und ich denke... Sturmstampfer, eiserne Wille, Mut der Königsritter, boah, keine Ahnung, was die machen halt, ne? Das müsste ich mal im Ding erst nachlesen. Aber dann weiß ich wieder nicht, ob die auf die Waffen draufgehen, wo ich es drauf haben will. Ist ja auch noch so ein Ding. Oh, jetzt steht da ein ewiger Text, ey. Schnittschwerter, Hämmer, Äxte, Stangenwaffen. Okay, nix für die Waffe. Alle Nahkampfwaffen. Sturmstampfer. Verleiht einer Waffe Affinität und Talente. Sturmstampfer, eines der Talente, die ihre Macht aus den Stürmen von Sturmschleier beziehen, stampft hart auf den Boden, um einen kurzen Sturm zu entfesseln. Vakuumschnitt. Ein verlorenes Talent antiker Helden. Hebt die Waffe hoch, hüllt sie in ein Vakuum und feuert es als klingenförmiges Projektil vorwärts. Okay. Also eine Wille. Keine Ahnung. Benetzt die Klinge mit eurem Blut und entfesselt dann eine fliegende Blutklinge, die zu Blutverlust führt. Lässt sich schnell hintereinander abfeuern. Blutiger Schnitt, ja, das geht wahrscheinlich nur auf Schwerter, außer mit gigantischen Waffen. Mit Schwertern, ja. Zur Verwendung mit durchbohrenden Waffen, ja, habe ich auch nicht. Aber mir wird gesagt, schau doch mal in die Burg. Schauen wir mal in die Burg, was es da noch Feines gibt. Muss ich da nur irgendwie wieder hochkommen? Ich bin doch doof, ne? Daher bin ich besser aufgehoben, glaube ich. Bitte nicht aufhängen, danke. Es hängt sich aber nur bei Marlene auf. Nee, vorhin hat sich es auch woanders aufgehängt. Stimmt. Lasst mich mal hier durch, Jungs. Oh, magischer Pfeilgedöns! Wuhu! Du. Angreifer! Ein Typ auf deinem Pferd ist einfach an uns vorbeigeritten! Mach's Loch auf! Hallo, lasst mich rein! Nee? Okay. Hi! Darf ich kurz? Danke! Ihr Schweine! Wer feuert hier seine magischen Pfeile auf mich? Welche Ratte? Ach, guck mal, was haben wir denn da unten Schönes? Einen klingenbesetzten Löwen. Sollen wir den mal... Ach, komm. Ah, er weicht mir aus. Du Schweinebacke.
Kriegsasche Löwenkralle. Ah, dafür habt ihr mich hergeschickt. Und ein Runenbogen. Jetzt kriege ich das Loch nicht auf, oder was? Doch, ich kann hier raus, okay. Gerade die Leiter nicht gesehen und dachte, ich sitze jetzt hier in dieser Burg fest. Hua! Ah, okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir haben, was wir wollten. So, gucken wir nochmal. Machen wir nochmal ganz kurz, oder sagen wir nochmal schnell Hallo. Sagen wir der guten Lady doch nochmal schnell Hallo. So, Löwenkralle. Die Kriegsaschen konnte man nicht leveln, ne? Oh! I see! I see! Das ist cool! Schauen wir mal, wie viel Schaden das macht. Oh, vor allem weiche ich da mit ihren Schlägen aus. Bisher. Ich treffe sie nicht. Es trifft nicht. Ich habe sie nicht ein. Wie oft habe ich das jetzt benutzt? Nicht ein Treffer. Da muss ich warten, bis sie in so einem... am Ende einer ihrer... Wieder mal vom Chat getrollt. Oh Mann. Ja, man könnte es gerade meinen, ne? Man könnte es meinen. Ich bin tot. Das beruhigt dich aber wirklich? Was beruhigt dich, dass die Fähigkeit nicht trifft mit der Waffe? Im Zusammenhang mit der Waffe? Ich hatte gehofft, dass vielleicht ich in dieser Fähigkeit nicht getroffen werden kann, aber sie hat mich einfach. Sie hat mich einfach gekillt. Das hat nichts geholfen. Du hast zu viel gesagt. Hey, finde ich überhaupt nicht. Also, das ist jetzt. Ich habe es probiert und ich muss ganz ehrlich sagen. Oh, nö. Also mit dem Zusammenhang mit der Waffe ist es nicht wirklich nützlich, wenn wir mal ehrlich sind.
Beziehungsweise vielleicht checke ich es auch einfach nicht. Na ja, nee, jetzt hab ich dran gedacht, okay, geh aus dem Fokus, aber zu spät, viel zu spät. Da war ich schon in der Rolle, hab schon Rolle gedrückt, hab dann raus aus dem Fokus, hatte nicht genug Leben, um das zu üben. Mehr brauchst du nicht. Sollen wir mal Duellfähigkeit nochmal ein bisschen probieren bei ihr, aber ich glaube nicht, dass das hilft, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Duellfähigkeit ist... Ja, guck mal, das passiert viel zu häufig, dass ich an ihr vorbeiflitz. Das Problem liegt in der Defense hier, ja, absolut. Es ist ja auch nur das Geflügel. Es ist nur dieser Geflügelangriff. Alles andere ist absolut okay. Das verstehe ich und weiß, was ich tun muss mittlerweile. Hab das gelernt und finde das gut. Aber ja. Ja, ja. Die Geflügelnummer ist wild. Ja, und jetzt... Geflügel lässt sich auf verschiedene Arten zubereiten. Ich hatte heute gegrilltes Geflügel. War lecker. War sehr lecker. Aber habt ihr gesehen? Alle anderen Angriffe waren absolut okay. Wie oft sie geprügelt hat, ohne mich einmal zu treffen. So ärgerlich, dass ich dieses Geflügel nicht unter Kontrolle krieg. Ah, ich habe Ausweichen gedrückt, aber er wollte nicht. Mal wieder. Wie so häufig. Wollte er aus irgendeinem Grund nicht ausweichen. Vielleicht Ausdauer. Vielleicht hatte ich zu wenig Ausdauer. Kann sein. Ja, Marlene ist schon auch so ein bisschen ein Geflügel, ne? Am besten schmeckt sie paniert. Bin ich jetzt doof?
Ich suche gerade das Wort für mariniert. Jetzt hat. Okay, Geflügel. Jeder Hit hat getroffen. Scheiße. Ach, Mann! Es ist nur diese eine Kackattacke! Sogar in der zweiten Phase war es das Geflügel, das mich gekillt hat. Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Okay, zweite Phase. Oh, Geflügel. Nee, kein Geflügel. Sehr gut, kein Geflügel. Geflügel, Geflügel, nein. Ach, Geflügel. Dummes Geflügel. Es ist immer das Geflügel. Alles andere ist so... Ah. So gut erkennbar, machbar und ausweichbar und... Ah. Du musst den Geflügeltanz besser verstehen. Ich musste gerade dran denken, an tanzende Hühner denken. Ich hatte gerade tanzende Hühner im Kopf. Heute schaffst du sie. Schauen wir mal. Na, ah, der Letzte muss mich natürlich treffen. Das ist auch eher eine seltene Attacke, diese eine, die sie da gerade gemacht hat, ne? Schauen wir mal, was ich heute schaffe und was nicht.
Ach, shit. Ah, Geflügel, Geflügel! Ich war anvisiert, fuck! Ah. Sie macht in der Phase 2 ähnliche Moves Richtung Luft. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Nix, mal schauen. Bisschen Motivation hier. Kannst dich danach am Geflügel auf dem Grill rächen. Ja, bestimmt. Ah. Wenn ich mit dir fertig bin, grill ich ein extra dickes Hühnchen. Ah, fuck. Nee, nee, nee. Panik. Blade. Dumme Geflügelrolle. Wenn ich bei ihrem Geflügel in Panik gerate, dann sind das auf jeden Fall Geflügelrollen, ey. Ich habe gerade was bemerkt. Ich wollte gerade eigentlich meine andere Attacke machen, die ich vorher hatte. Und ich habe ja die Asche gewechselt. Und dadurch ist sie nach dem Aufstehen wieder auf den Boden gefallen. Das ist mit der anderen Attacke auch so gewesen. Aber hier ist es anders. Aber sie konnte auch ausweichen. Ich wollte es dann direkt nochmal machen. Das werde ich jetzt mal ein bisschen nochmal ausprobieren. Ach, Mist. Ah. Scheiße. Das tut immer sehr, sehr weh. Aber das soll ja auch wehtun. Oh Gott. Ah. Es ist einfach das... Der Geflügeltanz ist richtig, richtig schrecklich. Ich verstehe ihn immer noch nicht. Den dritten, den muss ich irgendwie nach zur Seite ausweichen. Das ist mir schon aufgefallen. Dann ist es nicht so ein krasses Problem. Nee, das dauert ewig, bis der diesen Schlag gemacht hat. Ich meine, er haut sie auf den Boden, dass sie dann dran liegt, aber ich fühle den Schlag nicht in diesem Kampf.
es war ja auch schon mit einer anderen, auf einer anderen Waffe habe ich das ja. Und dann hieß es, ich soll das ausprobieren und das ist mega cool und so weiter. Aber damals habe ich es auch schon nicht so richtig gefühlt. Aber das ist nicht mein Ding. Die Duellfähigkeit ist viel mehr für mich. Aber halt auch nicht in diesem Kampf, ne? Ah, dass da noch einer kommt, ey. Ah, fuck. Das war's. Zu wenig Leben gehabt dafür. Ich verstehe diesen Geflügeltanz nicht. Es macht, treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Es treibt mich so sehr in den Wahnsinn, dass ich es nicht schaffe, diesem Ding ordentlich auszuweichen. Ich habe mittlerweile alles andere gefunden in der ersten Phase. Sie wird, bis auf den Geflügeltanz, wird sie so hart von mir vermöbelt. Und dann kommt das. Und dann habe ich verloren. Also jetzt gerade nicht, weil ich es irgendwie geschafft habe. Wie gesagt, manche Moves erkenne ich. Ja, und dann trifft sie mich dreimal, weil ich das falsche Timing habe. Weil ich am Labern bin. Weil ich am Labern bin. Und weil ich überrascht war, dass das Geflügel mich nicht gekillt hat. Was ist denn noch offen? Leute, haben wir noch eine Kleinigkeit? Haben wir noch einen kleinen, irgendwo so einen kleinen Snack für zwischendurch? Haben wir irgendwo noch einen kleinen Snack für zwischendurch? Sternfallbestie ist down. Hero Graves. Ah ja, stimmt. Auf dem Altusplateau gibt es zwei. Okay. Schnauze jetzt. Ich hab gesagt, Schnauze jetzt. Fuck. Golden Altus und eins im Gebirge. Okay. Na dann. Ich dachte, das wären immer diese Dinger mit dem Wagen, die Hero Graves. Aber das ist ja dann... So, wo ist es? Hier war ich auch noch nicht in der Höhle. Lohnt sich die? Gibt's da einen Boss? Weiß ich nicht. Roter Blitzdrache im Altus. Ich glaube nicht. Und ich glaube, hier war ich noch nicht. Was ist das? Ah, das ist so ein Magierturm. Ach, ja, nee, brauchen wir nicht. Nee, ich habe hier keinen Drachen besiegt. Wo ist denn der? Zentral. Also irgendwo hier so. Rechts. Andere Gnade. Hier so?
War da ein Drache? Ich war ja schon hier, Kirche der Sturmrufer. Da bin ich ja ran. Rechts neben der Kirche, okay. Ah ne, das ist ja unten, der Tunnel. Das ist ja Quatsch, da will ich gar nicht hin. Das ist ja unterhalb. Ah, Mist. Sorry. Wie komme ich denn da hin? Wait. Muss ich jetzt von hier drüben rüberreiten? Ich glaube fast, ne? Naja, weil ich da keine Gnade habe. In dem Bereich gibt es das Hero Grave und den Drachen. Perfekt, vielen Dank, Miku. Vielen Dank für die Hilfe. Dann muss ich nicht so lange suchen. Okay. Da oben steht ein... Da steht ein Baum. War ich hier schon looten? Habe ich den Baum gelootet? Ich hoffe es. Nee, habe ich nicht. Guck mal, goldene Saat. Nice. Eine goldene Saat. Hallo, Jungs. Oh. Ach, jetzt darf ich wieder nicht auf die Karte schauen. Ich glaube hier lang. Also das ist jetzt halt auch tatsächlich, das hat mit der Challenge zu tun, alle Bosse zu besiegen. Von From Software, da habe ich gesagt, bei den Bossen mich dahin zu führen, ist absolut okay. Und hier geht es auch wirklich darum, einfach aus der Sicht des Kanalbetreibers da ein bisschen zügiger voranzukommen. Als sich jetzt jemand fragt, hey, jetzt findet ihr das nicht alleine? Ja, Leute, sorry, aber also, ich habe schon echt viel alleine geschafft in diesem Spiel. Aber jede Ecke durchzulaufen, das ist einfach auch nicht spannend zuzuschauen. Sind wir doch mal ehrlich. Manche finden das okay und das verstehe ich auch. So, wenn ich gar keine Hilfe kriegen würde, würde ich... Verstehe ich, dass das manche okay finden, aber für viele, das ist es doch einfach ein bisschen langweilig. Wo bin ich jetzt lang? Doch, perfekt. Passt. Seid ihr eigentlich Blitzschafe? Ihr wart so Blitzschafe, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. 350 Stunden investiert und trotzdem nicht alles gefunden. Da siehst du es nämlich. Genau so ist es. Ach, hi, wer bist du denn? Ich glaube, der ist jetzt minimal angepisst. Sorry. Ich bin vielleicht OP. Entschuldigung. Ah, Hero Grave. Grab des heiligen Helden. Nun denn. Was steht hier? Licht ist des Schattens Untergang. Ich habe das Gefühl. Auch eine coole Waffe, die es hier gibt, oder wie? Ich habe das Gefühl, ich sollte vielleicht... mir einen kleinen Funken besorgen. Was ist das hier? Hä? Okay.
Ah, I see. Okay, alles klar. Verstanden. Witzige Mechanik. Kommt mal mit, Jungs. Kommt mal alle mit. Und du, hör auf. Ihr beide, kommt mal mit. Hierher bitte. Der andere auch. Jawohl. Und auf die 12. Witzige Mechanik. Da entdeckt man. Das ist geil irgendwie, ne? Man kämpft hier Stunde um Stunde sich durch Dungeons durch. Durch einen Dungeon nach dem anderen. Und diese Mechanik habe ich nur hier bisher gesehen. Ausschließlich hier. So in so einem Piss-Neben-Dungeon machen sie dann plötzlich so ein Ding noch mit rein. Oh nee, was ist das denn? Okay. Holy shit. Ja. Nee, nicht umarmen. Wurdest wohl von dem Messer erwischt. Die Herograves wollen besonders sein. Ah, okay, da gibt es dann immer so eine Mechanik in den Herograves. Verstehe. Aber das ist cool. Also, die mit dem Wagen fand ich jetzt nicht cool. Aber das finde ich. Oh, hi, wer bist du denn? Ja, ganz schön wild unterwegs. Komm mal zu mir, bitte. Ey. Der meint auch, ey. Wo geht's hier hin? Gibt's hier extra Loot? Ich bin verwirrt. Wo bin ich? Oh, hi. Nee, 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 nee. Ich bin überlevelt. Vor dir habe ich keine Angst. Wo bin ich jetzt eigentlich hin, ey? Hi. So, und wo finde ich jetzt Licht für dich? Das ist natürlich ungeschickt. Das ist minimal ungeschickt. Hüpfst du mir hinterher, wenn ich hier runterspringe? Muss ich jetzt mit dir bis zurücklaufen? Oder gibt es hier irgendwo einen Lichtschalter? Ha. ich bin verwundert und verwirrt. Komm mal, hüpfst du mit? Kommst du mit? Ja, du kommst mit. Wunderbar. Finden wir gut. Komm. Aber nicht weglaufen jetzt, ne? Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Ich lasse mich mal treffen von ihm und jetzt komm. Nee! Ich habe gesagt, nicht weglaufen!
Oh nee. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Gibt's da hinten noch was? Gab's da hinten noch ein Licht? Ich glaube nicht. Das haben die etwas unglücklich programmiert. Bist du sicher? Oder ist das Absicht, dass das so läuft? Also ich meine... Kann ich irgendwie... Ach, jetzt kommst du! Hä? Was war das denn jetzt? Warum ist er jetzt gekommen? Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Ja, wahrscheinlich am Ende des Ganges. Am Ende des Ganges wartet eine sehr dreckige Brühe auf uns. Hallo? Ja, natürlich muss da noch einer sitzen, der einen umarmen will. Ach so. Und wahrscheinlich ist Marikas Pfahl oberhalb davon. Uralter Held von Samor. Okay. Ja, es tut mir echt leid, ey. Das ist halt hier jetzt... Null Unterhaltung irgendwie, ne? Das ist jetzt hier so ein... Ja, mei. Ja, mei. Aber hier gab's noch anderes, oder? Hier war noch was anderes in dieser ganzen Nummer. Aber was es da noch anderes zu entdecken gibt? Ein Drache. Da unten drin ist ein Drache. Also draußen. Achso, und unten drin ist nichts mehr. Okay, dann entdecken wir bei der nächsten YouTube-Folge, entdecken wir den Drachen draußen. Wahrscheinlich eher. Ich gucke vielleicht auch nochmal kurz unten rein, weil ich hatte das Gefühl, da war noch mehr zu entdecken. Ich bin einfach einen Gang entlang gelaufen und war direkt richtig. Keine Ahnung. Vielleicht gucke ich nochmal rein in der nächsten YouTube-Folge. Vielleicht auch nicht. Leute auf YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr am Start wart und bis zum nächsten Mal. Haut rein.